Aber wir werden mit Tanja gleich noch mal ein bisschen schwimmen gehen. Einsatzziel erreicht. Die Falle ist gespannt. Fehlt nur noch die Beute. Achtung, russische Flotte. Kehren Sie in den Hafen zurück. Sie haben Verräter an Bord. Alle Schiffe werden durchsucht. Darauf fallen Sie ernsthaft rein? Nein. Sie ziehen sich zurück, Commander. Jetzt beenden Sie es. Machen Sie sie fertig. Das sollte, glaube ich, auch nicht so ohne weiteres möglich sein. Ja, Panzer! Wir können Panzer bauen. Schön. Neues Einsatzziel erhalten. Versenken Sie die sowjetischen Dreadnoughts. Machen wir sofort. Ja, komm zu Mami. Was? So viel Feuerkraft und doch dem Untergang geweiht. Mhm. Ah ja, erweiterte Freigabe. Genau, das ist das... Moskwin. Wenn alliierte Fahrzeuge explodieren, könnte ich stundenlang voller Begeisterung zusehen. Ja, ja. Moskwin. Genug gebadet. Sofort. Genug gebadet? Diese Dreadnoughts erschweren den Angriff auf die sowjetische Basis. Können Sie sie versenken, ja, sofort. Commander? Neues Bonusziel erhalten. Sofort. Lass mich unser Kätzchen hier noch mal ein bisschen spielen hier, ne? Die soll ich zerstören. Ah. Alles klar. Wie gut, dass die Tesla-Spulen von Kraftwerken versorgt werden, und zwar direkt. Mensch, ist sie nett. Und währenddessen, während sie schwimmt, bauen wir unsere Panzerarmee auf. Guten alten deutschen Panzer. Ich weiß was. Nein. Jawohl. Alliierte Panzer. Panzer. Hallo! Klopf, klopf. Find das cool mit den Rohren. Finde ich echt cool. Hauptsache der Stumpenblatt da. Jo, damit haben die sich schon mal verabschiedet. Das gibt einen schönen Knall. So. Erledigt. Wir haben die alliierte Luftwaffe. Wo brauchen Sie mich? Tanja kann sich ja um den Rest kümmern erstmal. Wir werden gleich die Dings hochnehmen, keine Sorge. Die Dreadnoughts. Kein Problem, Freunde Skorpion. Ich weiß, Lars, falsches Universum, ja. Sagen Sie, was zu tun ist. Unser Verbündeter wird genießen Sie das Feuerwerk. Eigentlich brauche ich Tanja dafür gar nicht. Fällt mir gerade auf. Das können die Vindicator ganz gut alleine regeln. Die Vindicator sind quasi der Ersatz für die... Oh, scheiße, wie viel ist die Flieger in Alarmstufe 2 noch? Jedenfalls die Flieger. Und sie haben übrigens den Flughafen und das Radar wieder getrennt. Also Radar ist übrigens immer Bauhof. Der Bauhof hat das Radar übernommen. Also wenn der Bauhof ausgepackt ist, hat man auch ein Radar zur Verfügung. Meistens. So. So viel zu seinem Abwehrsystem. Hey, was liegt an? Die müssen wir ausschalten, ja. Werden wir auch gleich tun. Ja, mein Freund. Ja, mein Freund. Genießen Sie das Feuerwerk. Guardian Panzer einsatzbereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Ah, ein Panzer haben wir schon mal. Ach, hier sind noch mehr Tesla-Spulen. Ja, ja, immer diese Tesla-Spulen. Guardian Panzer einsatzbereit. Bin unterwegs. Verstanden. Warten wir mal noch ein bisschen. Zumindest bis wir die Hälfte der Panzer zusammen haben. Guardian Panzer einsatzbereit. Was können wir für Sie Guardian tun, Sir? Guardian Panzer, ja. Guardian Panzer einsatzbereit. Wie lautet Ihr Befehl? Positiv, Sir. Ja, positiv, Sir. Bewegung. In Ordnung, Sir. Bestätigt. Hier Einsatzfahrzeug. Positiv, Sir. Also los, Guardian Panzer einsatzbereit. Gentlemen, fahren wir los. Jedes Ziel, das ihr vorfindet, ausschalten. Tanja, spiel mal ein bisschen mit den Dreadnoughts, wie damals. Manche von denen hatten sogar Beförderung, guck an.
Ja, schade eigentlich, dass du jetzt los bist. So ein Scheiß aber auch. Genug gebadet. Einsatzziel erreicht. Brauchen Sie mich? Wie immer einsatzbereit. Los, Panzer! Feindliche Einheiten in zeigt ihnen die Macht, alliierte Panzer. Eine Einheit wird angegriffen. Sie wollten es nicht anders. Mit Vergnügen. Das ist richtig langweilig. Sie versuchen anzugreifen, mich? Ich warte hier auf Sie. Zeigen Sie mir, wie tapfer Sie sind. Zeig ich dir doch gerade. Du kriegst gerade auf die Fresse, mein Freund. Haben Sie schon genug? Denen zeigen wir es. Schickt sie nach Hause. Wäre mich Zielgebiet, zeigen wir es ihm. Mach sie alle, Jungs. Ja, ja. Ja, ja, so ist das. Oh, hallo. Anvisieren. Mach sie fertig. Er hat aber auch viele Kraftwerke, ne? Heidewitzka. Habe ich ein Flugzeug verloren? Nee. Positiv, Sir. Schickt sie nach Hause! Und feuern! Problem ist halt, wenn die Superreaktoren hochgehen, habe ich Angst, dass sie Teil meiner Truppen mitreißen. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig mit. Alter, der hat so viele Kraftwerke, könnte ich da sagen. So, hallo, anvisieren! Macht ihr Ärger? Genau deswegen. Oh, hallo, anvisieren. Weg mit dem Pack. Und die Energie bricht zusammen. Und tschüss. Und jetzt der Bauhof. Eieiei. Mir scheint, wir sind auf der Siegerstraße. Das war die französische-russische Basis, ja. Genau. Meine Basis. Sie haben sie zerstört. Ich weiß jetzt, wer sie sind und ich werde mich rächen. Und das war's dann. Mhm. So viel zu Moskwen. Sieg! Gute Arbeit, Commander. Hey, wir beide sind ein wirklich gutes Team. Ja, ne? Gute Arbeit. Das war perfekt. Die alliierten Führer sind außer Gefahr und Khan ist befreit. Ich denke, General Bingham wird beeindruckt sein. Feldmarschall. Das ist ein bisschen höher. Ja, Mission 2 haben wir auch abgefrühstückt. Alleine dieses Treppenhafte so... Geil. Hätte trotzdem mehr Strukturen als ich. Ja, ist klar, dass die Ressourcen nicht so hoch sind. Und weiter, nächste Mission bitte. Gute Arbeit, Commander. Die alliierten Generäle wurden befreit und Sie haben die Sowjets aus Frankreich verjagt. Tanya versucht gerade undercover die neuesten Infos zur aktuellen Situation zu erhalten. Wenn ich etwas wüsste, würde ich es sagen. Tanya? Commander? Lieutenant Eva? Hier draußen muss man sich gelegentlich die Hände schmutzig machen. Ich sitze schließlich nicht in einem gemütlichen Büro. Könnten Sie bitte den Commander auf den neuesten Stand bringen? Natürlich. Die Russen halten Heidelberg. Ich hole gerade aus dem da die Koordinaten ihres Hauptquartiers raus. Allerdings lahmlegen kann ich es für Sie nicht. Das müssen Sie schon selbst machen. Jetzt bitte! Heidelberg. Deutschland. Die große Befreiung. Na, da wollen wir mal. Sie machen das gut, Commander. Wir haben die Sowjets vertrieben, bis in ihr deutsches Hauptquartier im Heidelberger Schloss. Sie müssen auf dem Fluss in die Stadt vorstoßen, da die sowjetischen Stützpunkte schwer befestigt und schwer gesichert sind. Zu gegebener Zeit erhalten sie Zugriff auf Vindicator-Bomber für die Zerstörung designierter Ziele. Jagen wir die Sowjets wieder zurück nach Sibirien. Sibirien ist da ganz weit hinten. Das ist ein bisschen komisch. Russland ist ein bisschen größer, Mädel. Aber okay. Sowjetischer Hauptquartier ist in Heidelberg. Sie haben Befehl, einen Stützpunkt zu errichten und das Hauptquartier zu zerstören. Das sind Ihre Befehle. Eskortieren Sie Ihr MBF flussaufwärts. Laut Geheimdienst rechnen die Sowjets nicht mit einem Amphibienangriff. So, so. Das war's? Mir nicht? Kein viel Glück, kein gar nichts? Boah, ist die geizig. Na gut. Die Sowjets wissen nicht, dass wir hier sind. Sehr erfreulich, so können wir diesen MBFs Begleitschutz geben. Danach errichten sie eine Ausgangsbasis für den Angriff auf das sowjetische Hauptquartier. Und wenn möglich, zerstören sie die Stadt nicht mehr als nötig, Commander.
Ah ja. Was sollen wir machen? Was macht der Wurfarm? Ich kann's nicht lassen, sorry. Vollkraft voraus. Natürlich, mein Freund. Ja, mein Freund. Diese Twinblades sichern die Rampe. Für ihre Tragflächenboote dürften sie aber kein Problem sein. Nee, das stimmt, bei der geringen Anzahl nicht. Ja, wenn ich mal bedenke, wie ich die weggeräumt habe mit meinen Twinblades. Ihr Co-Commander verstärkt den Geleitschutz der letzten MBS mit einigen Delfinen. Willkommen in Heidelberg, Sir. Ich bin Commander Lisette und ich unterstütze Sie während dieser Operation. Ich sehe zwar nicht tough aus, aber alle, die mich unterschätzt haben, weilen längst nicht mehr unter uns. Man sollte sowieso eine Frau niemals unterschätzen, vor allem nicht, wenn sie beim Militär ist. Schönes Gewässer, hä? Ne? Tanja ist zum Beispiel auch nicht ohne, also muss man so ein bisschen aufpassen, ne? Ich zeig euch die Gegend. Also wenn man mit der zusammen ist, sollte man wirklich aufpassen. Das ist, ne? Da kann man ganz schnell mal auf die Fresse kriegen, wenn man nicht aufpasst. Ah ja! Ja, ah ja! Ihre besondere Fähigkeit ist übrigens auch sehr interessant. Ihre Tragflächenboote können zwischen einer Standardwaffe und einem Waffenstörsignal richtig unterhalten. Visieren Sie die Tesla-Spuren mit dem Störsignal an, damit sich die Delfine ihres Co-Commanders... Das ist nämlich das Schöne. Die können nämlich die Tesla-Spuren ausschalten, damit sie dann in Ruhe... Die gute Lisette, damit sie in Ruhe angreifen kann. Sehr interessant, die Fähigkeit, die die Tragflächenboote haben. So können sie ungestört angreifen. Schon cool. Aber auch ein bisschen fies irgendwo. Speichern wir nochmal. Mensch, wir greifen Deutschland an, ne? Was sagt man dazu? Als Alliierter. Nee, nee, nee. So. Erledigt. Amüsieren wir uns! Ja, amüsieren wir uns! Was liegt an? Tragflächenboot. Was sollen wir machen? Tragflächenboot. Wir sind Startklar, Mann. Was war eigentlich immer dieses Mann dazwischen? Was macht der Wurfarm? Sorry, ich hab das so drin, das ist furchtbar. Ihre Flotte bleibt weiter auf bisherigem Kurs. Aber Ihr Job ist hier, auf dem Festland. Errichten Sie einen Stützpunkt, dann wenden Sie sich dem sowjetischen Hauptquartier zu. Passen Sie auf sich auf, Sir. Sie wissen, dass Sie hier sind. Och nö, ein eiserner Vorhang. Schlimme Nachrichten, Commander. Die Sowjets haben einen eisernen Vorhang errichtet. Das. Dieser eiserne Vorhang dürfte ihre Truppen vorübergehend absolut unbesiegbar machen. Grund genug, ihn zu zerstören. Aber dieser eiserne Vorhang ist sehr, sehr mächtig, soweit ich weiß. Er kann nämlich mehrere Einheiten gleichzeitig schützen. Die Alliierten haben übrigens die traditionelle Bauweise. Wird gebaut. Neues Einsatz. Und ich mache zum ersten Mal das, was ich sonst selten mache. Vor allen Dingen in Alarmstufe 3. Ich baue Mauern. Die Sowjets haben beim Bau ihres Stützpunktes den Großteil ihrer Energie und Ressourcen auf die Schwachstellen umgeleitet. Angriffe auf diese Ziele müssten ihre Defensivsysteme nachhaltig schwächen. Geschlossen. Also wundert euch bitte nicht. Die werden auch vorher platziert und aufgebaut. Also das haben sie auch so ein bisschen angepasst. Ja, und tschüss. Ja. Europa gehört jetzt zur Sowjetunion. Und ich werde dafür sorgen, dass es ewig so bleiben wird. Verbesserte Luftfahrt, auf jeden Fall. Verbesserte Luftfahrt autorisiert. Das heißt nämlich, dass die Vindicator mehr Munition haben. Für diejenigen, die es wissen wollen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Prospektor einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Bauen wir eine Mauer. Bau abgeschlossen. Ich hab grad einen Nieser quer sitzen. Bau abgeschlossen. Ach mal. Das war ja schon gestern im Livestream unglaublich, wie ich genießt habe. Bau abgeschlossen. Zum Anfang. Eieieiei. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten entdeckt. Gebäude verkauft. Gebäude verkauft. Bau abgeschlossen. Yo. Gute Wahl. Kein Problem. Riegelt es ab. Gut, Kohle kriegen wir schon mal. Jetzt bauen wir erstmal eine Waffenfabrik direkt. Danach bauen wir eine Kaserne. Wie viel Energie haben wir denn? Oh oh. Ich muss gleich erstmal ein weiteres Kraftwerk bauen. Das Schöne ist ja, vom Wasser können sie nicht kommen. Feindliche Einheiten entdeckt. Das ist ja das Gute daran. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Ja, neue Bauoption. Ja, ich warte damit erstmal noch. Erstmal bauen wir Kraftwerke. Und ja, wir brauchen für die Guardian-Panzer tatsächlich die erweiterte Freigabe. Das kommt auch noch dazu.
viel Energie geben die denn? 150. Also die Kraftwerke der Russen und der Alliierten sind jetzt gleichwertig. Geben beide 100. Habe ich gerade gesehen. Leider gibt es keine Tore, sonst würde ich da ein Tor hinsetzen. Bau abgeschlossen. Aber leider ist es uns das nicht möglich, ein Tor zu bauen. Neue Bauoptionen. Und jetzt fangen wir an, Luftwaffe zu bauen. Viel Energie haben wir noch. Oh oh. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Leider müssen wir erstmal warten mit unserer Dings. Bau abgeschlossen. Ja, man kann Gebäude hier auch tatsächlich drehen. Das ist ein neuer Geniestreich quasi. Machen wir das da hin. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein Kraftwerk bauen. Ich baue gleich mal zwei hintereinander am besten. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Und die kosten nach wie vor 800. Also genauso wie im zweiten Teil. Was ist denn das hier? Ah ja. Gut gemacht, Lisette. Sehr gut. Bau abgeschlossen. Cryo-Schuss genau, bereit. Der Cryo-Schuss. Oder auch der Eisschuss, wenn man so will. Wird gebaut. So, und dann hier nochmal. Bin auf Empfang. Geh rein. Umgebung sichern. Kampfbereit. Ja. Verstanden. Die sind nämlich genauso anpassbar wie die IFVs mittlerweile, die Patriots. Das hat sich auch geändert. Ungeeigneter Bauplatz. Feindliche Einheit. Dann bauen wir erstmal kräftig Luftwaffe. Wird gebaut. Wird gebaut. Ich sagte, wir bauen kräftig Luftwaffe. Ich glaube, drei Flugfelder reichen auch erstmal. Das habe ich mir gedacht. Die Musik wollte gerade rockiger werden, ist schon vorbei. Geil. Ich bin in guten Händen, mein Freund. Finde ich gut. Unzureichende Mittel. Wir bauen jetzt an drei Flugfeldern. Alleine schaffe ich es hier nicht raus. Also kommen Sie gefälligst her und helfen Sie mir. Jawohl, Sir! Oh Gott! Unterstützen Sie Agentin Tanja. Heieieiei. Das war aber schon. Das war schon Befehlsform hier. Unzureichende Mittel. Bau abgeschlossen. Ja. Tanja ist nicht ohne. Alles ja, alles ist gut. So gut. Ziel wählen. Ne, hier übrigens das Klischee, ne? Bierbrauerei. Unzureichende Mittel. Ich hoffe, die kriegen das hin, die Jungs. Eine Einheit wird angegriffen. Die machen keinen Ärger mehr. Perfekt. Dann haben sie ab jetzt freien Zugang. Unzureichende Mittel. Gute Verteidigung. Ja, alles ist gut. Jetzt weiß ich auch, woher ich den Spruch habe. Soll ich etwas zerstören? Alles ist gut, ja. Leite Bombardierung ein. Sie sind in guten Händen. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Ja, ja, so ist das. Großer Tag der alliierten Luftwaffe. Ein Panzer ist weg. Unzureichende Mittel. Und der nächste Panzer ist weg. Aber man braucht ja, tatsächlich zwei Flugzeuge, um einen Panzer wegzuhauen. Also es ist echt schon bemerkenswert. Panzer werde ich auch noch bauen, keine Sorge. Na, ich bin nicht krank. Ich werde schon noch Panzer bauen. Unzureichende Mittel. Panzer sind ja schließlich mein... Ne, mein Steckenpferd. So, und ihr könnt euch schon mal um die Waffenfabrik kümmern. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ach, die kommt zurecht, Lisette. Die ist tough. Die hat's faustdick hinter den Ohren, die Lisette. Unzureichende Mittel. Kaserne hat er auch, die müssen wir auch zerstören. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Normalerweise haben die Vindicator, habt ihr ja vorhin gesehen, in Frankreich, die haben normalerweise immer zwei Bomben. Dadurch, dass wir jetzt aber das Luftfahrt-Upgrade mit dazu genommen haben, haben sie drei Bomben an Bord. Also dadurch sind sie noch ein Ticken besser. Deswegen habe ich das nämlich auch genommen. Ich nehme es meistens, das Luftwaffen-Upgrade. Also ich muss tatsächlich sagen, Teil 3 bevorzuge ich sehr die Luftwaffe. Mehr als Bodenfahrzeuge.
Muss ich wirklich sagen. Immer noch nicht. Nee, nee, nee. So aber nicht hier. Immer noch nicht. Sie sind in guten Händen, mein Freund. Sagen Sie, was zu tun ist. Soll ich etwas... Versucht mal die Kaserne auseinander zu pflücken. Ich will nicht, dass er Flak Trooper baut. Wer will mit mir spielen? Keine Sorge. Ja, keine Sorge. Kein Problem für einen Scope. Soll ich etwas zerstören? Und du bombardierst den Bauhof. Beziehungsweise, nein, nicht den Bauhof, sondern erstmal die Panzer. Auch wenn klein Tanya allein in der Lage sein sollte, die zu zerlegen. Wenn einer von euch noch Munition ist? Ne, habt ihr alles abgeworfen. Unzureichende Mittel. Hä? Die Panzer sind besser. Okay. Sie sind in guten Händen, was zu tun ist. Genießen Sie das Feuerwerk. Irgendwie sind die Panzer besser. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Sicher. Ja, sicher, sicher. Die Rekruten, die sind scheißegal. Ich gehöre Ihnen. Die können sich dann auf den Bauhof stürzen. Ich kümmere mich darum. Ach, der eine hat mich richtig getroffen. Ah, deswegen. Okay. Sehr gut. Jo. Als nächstes können sie sich ja dann fast auf den Stützpunkt hier vorne stürzen, wa? Also der Stützpunkt ist recht leicht zu knacken, tatsächlich. Es sieht zwar verheerend aus, sieht übel aus, aber so schwer ist es nicht. Achso, wir brauchen die erweiterte Freigabe.